Für eines ist er bekannt, also er hat hier vor dieser Fehde tagelang. So, jetzt wird es ein bisschen spannend. Wir wollen jetzt, Axel, wir wollen jetzt nichts mehr sagen. Meine Damen und Herren, die Riesenfehde in Oldenburg. Ihr seid auch in diesem Jahr absolut tierisch. Danke! Volker und ich, wir haben gerade etwas erfahren, was wir selber heute Abend noch nicht wussten. Und ihr wisst es auch noch nicht, aber ihr erfahrt es jetzt. Ich habe eben mit Falco gesprochen. Falco wird heute Abend in dieser Halle mit euch ein Live-Album aufnehmen. Hey! Hey! Das Live-Album wird nicht mit unserer Ansage beginnen und auch nicht mit Falco selbst, sondern mit euch. Wir tapen, wir nehmen das auf, was ihr jetzt gleich hier bringt. Und zwar eröffnen wir das Live-Album und das Konzert mit einem Countdown aus Oldenburg, der die Halle auseinander nimmt. Ich gebe zwei vor. 12, 11, 10,
aber andere aus Quartett gehört. Sendung für die direkte Brune und deine kein Beinerein, der fasziniert sein wird. Dir rückt dir noch die beste mit ein. Jetzt kommst du auf Retour in Greg in Schickmann. Bisschen kalt draußen, ha? Huh? Aber dafür umso heißer, oder? Hey, hier! Right! Also, liebe Freunde, eine kurze Durchsage. Sie hören uns bis in die DDR. Diese NDR-Veranstaltung kommt in die DDR. Das ist zum ersten Mal so. Und ich möchte, dass Sie uns hören bis in die DDR. Und ich möchte, dass Sie euch hören bis in die DDR. Yeah? Alright, here we go. Ob in der DDR oder in der BRD oder sonst irgendwo. Ich weiß genau, ob Waffe schafft, jetzt sind doch immer meine Tricks. Unless you're the reason my heart still takes back, 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 back.
Leid und Entsättigung ist weg, meine Seele ist zu warm. Die Rose kennt den Duft, meine Stimme braucht den Luft, denn der Wind ist zu heiß wie nie. Sex, Rock, Punk, Heavy Metal, Politics, a classical, it's all Musik to me. Ey, das war ein Freund, und wenn Hard Rock was Hard Rock Musik, was ist das für so leer? Und sie jetzt, die war nicht crazy, denn gerade mit dem Crazy, dann nur wenn der Pathology. Der Bube fragt den König, ey, weil du you wanna dance? Sie macht den History, und jetzt ist ein Schock für die, the first real electric no band. Up, turn up the boogie to the rhythm and I bring it to the beat. I do the bang bang, baby, say up, turn up the boogie to the rhythm and I bring it to the beat. I do the hip, to the hop, to the bebop, to the freestyle, rockin' as you're never gonna stop. Herr Präsident, wir kennen eure Sprache, diese Sprache, die heißt du. Can you hear the bands playing? Can you feel the body spin? And if you feel the groove, you better start to move. Move your feet to the beat. Hey, everybody, give music a chance to do the universal. The sound of music. It's like on the carpet. Don't want the sound of music. Well, that's a little bit of a play, but the sound of music. It's all that's ready. You're sitting on the back of the sound of music. I get the children what they want, hear the universe. Die Rose kennt den Duft, meine Stimme braucht den Luft, denn der Wind ist zu heiß wie nie. Sex,
Rock, Punk, Heavy Metal, Politics und das ist alles zur Musik zu mir. Ey, das war der zweite, wenn wir halt auf das Hardrock Musik, was ist das für eine Nähe? Unsere Jungs, die waren nicht crazy, denn gerade mit den Crazy, sondern nur mit der Technology. Der Bube fragt den König, ey, weil wir nur Jumbala Dance. Sie machen History, denn sie sind schon für die, the first real metal fucking no band. Up, turn up the boogie to the rhythm and I boogie the beat. I do the bang bang baby, say up, turn up the boogie to the rhythm and I boogie the beat. I do the hip, to the hop, to the bebop, to the freestyle, rockin' and you're never gonna stop. Herr Präsident, wir kennen eure Sprache, diese Sprache, die heißt Musik. Can you hear the bands playing? Can you feel the body spinning? And if you feel the groove, you better start to move. The sound of music. I step up tight to the rhythm and move with your feet to the beat. Hey, everybody, give music a chance to do the universal. The sound of music. It's like I'm gonna call me. The sound of music. Now that's a rhythm, baby. I get the children what they want, hear the universe, the sound of music. It's up to strategy, sitting on the back of the sound of music. Still looking on the music, for bus cars and big talk. The sound of music. Hi, daddy, don't you bother me, it's gotta be my mother for the day. I get the children what they want, hear the children do the boogie to the bang, 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 bang. Alright, here we go.
der Zeit, wenn man sie mich fragt, was ist für Gehör? Das ist für ein paar Nase. Makes you happy, sir. It's never fun. Boy meets girl and the heart beats hard. Like tigers, they tear each other apart. Aber wenn du mich fragst, das ist für Girl, das ist für Fahne, das ist für Jetzt weiß ich nicht, zu dir. Die Nacht gehört uns nicht auf.
als die anderen. Sie lieben ihre Schwestern lieber als den Rest der Welt. On the keyboard. Yeah, that's the light that comes.
hast ihn gekauft und ich hab es gesehen. Es war einer jener Abend, an denen hier downtown nicht viel gekommen ganz, das war der drei überblieb. Vielmehr schien sich die von der Strapaze des Tages gequält genug zu überlegen, welchen der Leib oder dass sie wohl zuerst die Idee zu nehmen sollte. Der eine Mann war Billy Hemingway, seine Freundin der Wilhelm Philosophen. Der andere Mann war ich. Der Philosopher und ich saßen in seinem Apartment dicht an dem schwarz-weiß gewohnten Platz nahe der Central Avenue. Es war wenig Außergewöhnliches an Bill Hemingway, wenn man von seinen Händen und seinem Lächeln absehen konnte. Seine Hände beschrieben ihre Bewegung in den Nachtfalten, die in der Tat schon viel zu lange schien. Sein Lächeln konnte man fast mögen. Ich war das private Problem und seine 38er zielte geradewegs auf meinen Solarplexus. Hier ist NDR 2, Sie hören die Riesenpete aus Oldenburg, live mit Falco. Einen Applaus für unsere Technik, es gibt ja ein Problem mit dem Sendermikrofon und die Jungs haben das ganz sicher im Griff. Hey, einen Applaus für die Technik, right, here we go, okay. Eine der wirklich ersten Falco-Nummern, eins läuft auf der Flucht vor der Sucht. Schaut so aus, als wäre das technische Problem größer, als ich dachte. Mal schauen, was da los ist. Ich würde euch ja gerne einen Witz erzählen. Aha. Ja, dann erzähle ich euch was. In Wien ist es so, dass wir es dort ganz gemütlich haben.
Und ich habe einmal in der Wiener Stadthalle gespielt mit einem Sendermikrofon. Und da muss man dazu sagen, dass das in Österreich von der Post noch nicht so wirklich genehmigt ist, wie es sein sollte. Und war also gewohnt, die Tournee zu spielen mit Sendermikrofon und komme in meiner Heimatstadt in Wien auf die Bühne und erfahre, dass irgendjemand, ich nehme an, aus der Konkurrenz wäre denn sonst, nicht, aber auf jeden Fall irgendjemand, der es nicht allzu gut mit mir gemeinsam könnte, die Post informiert hat. Die Post ist gekommen und hat uns das Sendermikrofon abgedreht und wir mussten so eines nehmen, wie wir jetzt haben. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Ja? Hier, komm mal. Es geht. Vorzubereiten. Wir haben eine große Band. Ich hoffe, wir kommen gut an bei euch. Hey. Großen Applaus an die Technik. Vielen Dank. Okay, wir beenden den Set.
Wir beenden den Set mit einem Gruß aus Wien, zum Oldenburg und den NDR und die DDR. Es gibt Zeiten, da schaut man sich seine Freunde ganz genau an, meine Damen und Herren. Ich kann euch nur sagen, ihr seid alle dick, dick im Plus bei mir. Vielen Dank für euer Kommen. Hey, right, we have a call. Norddeutsche Riesenfete, live aus Oldenburg, aus der Weser-Ems-Halle, der Super-Act am Abend, Falco. Und ich glaube, man kann es so ein bisschen hören, die Halle steht Kopf, die Leute wollen natürlich mehr Vienna Calling. Das war auch bestimmt nicht Falcos letztes Lied, das er hier präsentiert hat. Aber ich glaube, jetzt kann man schon sein, bin selbst ein bisschen außer Atem. Schon jetzt kann man sagen, Falco hat hier in Norddeutschland wirklich gezeigt, was in ihm steckt. Und das wissen natürlich auch die Fans und sie wollen mehr von Falco, mehr hören von Falco. Er hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen.
mit seiner Band, die übrigens hier auch aus mehreren Leuten, aus wirklich vielen Leuten besteht. Ich habe so 10, 12, ich glaube sogar 15 Musiker gezählt, die hier also an den Gitarren, an der Percussion, am Keyboard und wo auch immer saßen. Und jetzt kommt er schon wieder auf die Bühne. Zunächst der Gitarrist, aber ich denke, dass auch Falco gleich wiederkommen wird. Die Band betritt die Bühne wieder hier in der Weser-Ems-Halle. Und wir werden natürlich nichts versäumen hier auf NDR 2 von der Norddeutschen Riesenfete. Hat 1981 alles angefangen. I check it out, sure. Hey.
2, 3, 4, 1, 2, 3, da ist es nichts dabei, da bin ich euch jetzt eine Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, so läuft es nicht. Tja, sie war jung, sie sah zu rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, sugar sweet, sie got wrapped in the beat, versteht, sie ist heiß. Sie sagt, baby, no, wir sind mal fucking friends, sie meint Jack und Joe und Jill. Ich überlege bei mir den Osten, sprich dafür, währenddessen ich noch rauch. Die Special Places sind dir wohl bekannt, ich weiß, sie fährt ja U-Bahn aus. Die Riesenfete 1988. Das Team möchte sich bedanken bei der Weser-Ems-Halle in Oldenburg, der Deutschen Bundesbahn, bei Jule Neigel, Purple Schulz, Ruby Turner und Falco. Stellvertretend für alle NDR-Kollegen bedanken wir uns bei Klaus Wellershaus, Johannes Carstens und Werner Heller. Wir können hier an dieser Stelle unmöglich alle Namen nennen. Aber alle, die hier zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, mussten hart arbeiten. NDR 2 bedankt sich für die Treue seiner Hörer. Über 20.000 waren 1988 bei der Riesenfete in Oldenburg.